Hallo Welt, da sind wir wieder. Man sieht es nicht, aber wir sind in der Bank von Milton. Und wir haben mal in unserem Inventar so ein bisschen gestöbert. Da wir jetzt gerade so ein bisschen Zeit haben, naja, was heißt ein bisschen Zeit, bevor wir verhungern, sollten wir vielleicht was essen? Nein, das machen wir vor dem Schlafengehen lieber, dann können wir länger schlafen. Ja, wir haben ein bisschen gestöbert und vor allem die Nebenmissionen finde ich dann ganz interessant. Milton Vorratsverstecke, ich denke, darum werden wir uns als nächstes kümmern. Da wollte ich dann gucken, wo denn überhaupt unsere Karte ist und da haben wir das hier noch gefunden, die Graue Mutter. Und da müssen wir mal genauer reingucken, denn zum Thema Vertrauen gibt es einiges zu sagen. In der Beschreibung steht noch einiges. Das gucken wir uns gleich genauer an. Dann haben wir Orte, Dinge, Aktionen. Wir haben hier nie richtig reingeguckt. Und die Karte haben wir eben nicht. Hier oben ist die Karte. So, da ist die Karte nämlich. Und hier haben wir nämlich schon Vorratsverstecke, was ganz gut ist. Aber, oh, schön, jetzt wird es etwas ruhiger. Ja, die Graue Mutter. Hier sind wir also in der Bank von Milton. Hier ist das Haus in Milton von der Grauen Mutter, von der netten alten Dame. Hier oben haben wir schon was gefunden am Kurzwellenturm. Da war schon was. Und hier hat sie uns noch hingeschickt, dass hier was sein könnte. Aber jetzt zu den interessanteren Dingen. Denn die Hauptstory, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir da weiterkommen, oder? Nimm den Inhalt aus dem Bankschließfach und bringe ihn zur Grauen Mutter zurück. Werden wir nicht schaffen, weil wir gar nicht in den Tresor reinkommen. Aber, wie gesagt, wir haben ja, das Interessante ist ja jetzt erstmal, dass wir das uns angucken. So, Vertrauen, die Graue Mutter also. Eine alte, blinde Frau und die wahrscheinlich letzte Überlebende in Milton. Sie scheint zu wissen, wo Astrid hingegangen sein könnte. Aktuelles Vertrauen haben wir 177, aktueller Bedarf, sie braucht noch Stöcke. Das bringt uns einen Punkt Vertrauen, das sieht man ja jetzt. Glänzender Lackporling 3, Verband 5, Ein-Mann-Packung 10, Dosenöffner 25. Ja, den möchte ich aber nicht abgeben, weil wir nur einen davon haben und den wahrscheinlich selber brauchen. Nicht, dass wir nachher auch keine Dosen mehr öffnen können. Wir haben ja unsere Flugzeugscherbe nicht mehr aus dem Flugzeugwrack. Dann frischer Kaninchen oder getrockneter Kaninchenpelz. Ja, schade, 50. Wir haben schon von den Hirschen so einiges, aber das Interessante kommt jetzt für mich. Wir haben noch 3 Punkte, die wir freischalten können scheinbar und hier oben, das haben wir schon freigeschaltet. Das erste Sternchen bedeutet Wissen. Geschichte von Milton. Benötigt nur 25 Vertrauen zum Freischalten. Weltrelevante Informationen zur Geschichte von Milton. Dann haben wir hier das zweite auch schon. Gameplay-Tipp. Schärfen. Benötigt 50 Vertrauen zum Freischalten. Gameplay-Tipp zur Pflege von Klingenwerkzeugen. Das ist super. Dann hat sie uns also doch den Wetzstein gegeben. Wir haben uns ja gewundert, wo wir auf einmal einen Wetzstein her haben. Den hatten wir auf einmal im Inventar. Ja, dann ist das erst vor kurzem passiert. Ja, sieht man ja auch. 177 haben wir. So viel Vertrauen hat sie also noch nicht. Dann Wissen. Der Zusammenbruch benötigt 75 Vertrauen zum Freischalten. Weltrelevante Informationen zum Zusammenbruch. Das haben wir also schon gemacht. Und dann haben wir hier Versteckposition benötigt 125 Vertrauen zum Freischalten. Die Position eines Vorratsverstecks wird auf der Karte aktualisiert. Mhm. Dann haben wir noch die Nebenmission, das wird freigeschaltet bei 175, nämlich Nebenmission Leuchtpistole. Informationen zum Ort, an dem du eine Leuchtpistole finden könntest. Und jetzt wird es interessant, eine Blaupause wird das nächste sein. Da brauchen wir 225 also, eine Blaupause für Kaninchenpelzfäustlinge. Okay, das hört sich jetzt vielleicht erstmal nicht so interessant an, aber bisher haben wir ja nur Sachen, die ziemlich kaputt sind. Schaltet die Herstellungsblaupause für Kaninchenpelzfäustlinge frei. Die nächste wäre Wissen. Ausdauermühle benötigt schon 300 Vertrauen zum Freischalten. Weltrelevante Informationen zur Ausdauermühle. Aha. Ausdauermühle. Da ist also noch einiges zu entdecken. Ich vermute auch mal, dass sich die Karte noch erweitert oder eine zweite Karte noch hinzukommt, dass das alles sehr viel größer ist, als man jetzt am Anfang so denkt. Na toll, man zieht von Haus zu Haus, da hat man so ein kleines Dorf und das war's, alles kaputt und so. Auch das lässt mich vermuten, dass wir hier extra so
eine Kartei haben, eine Option haben, hier Personen auszusuchen. Oh, Moment, wir wollten doch hier gleich noch gucken. Das auch lässt mich vermuten, dass die graue Mutter ja nicht die einzige ist. Wahrscheinlich werden wir hier noch, was weiß ich, 20 Leute oder was treffen, denen wir da noch helfen dürfen oder die uns vielleicht auch mal helfen können nebenher. Sie hilft uns ja mittlerweile schon. Aber jetzt wird es noch interessant. Das Letzte, was wir bei ihr freischalten können, ist also der Gegenstand Bergsteigerstiefel. Benötigt 375 Vertrauen zum Freischalten. Bergsteigerstiefel von der grauen Mutter. Dann gucken wir noch mal in die Kosten rein, denn wir brauchen ja, um alles freizuschalten, brauchen wir noch knapp 200. Und da müssten wir ihr schon Kaninchenpelze ohne Ende bringen. Also 4 Kaninchenpelze, dann wären wir fein raus. Dosenöffner, ja, Ein-Mann-Packungen finden wir selber nicht so viel. Oder Verbände. Ja, Verbände, damit können wir dienen. Wir könnten sie jetzt. Oder, ja, okay, die glänzenden Lackporlinge, da kriegen wir nicht so viele. Verbände, ja, da müssten wir aber auch. 40, also knapp 40 Verbände müssten wir ihr geben, dann würde das auch klappen. Ja gut, das freut mich, dass es so etwas gibt und das sieht ja echt gut aus, muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut. Dann hatten wir doch hier bei der grauen Mutter hier geguckt, nimm den Inhalt aus dem Bankschließfach, ja und das ist das Problem, wir haben hier keine Bankschließfächer gefunden, die scheinen im Tresor zu sein, also denke ich, werden wir als nächstes hier die milden Vorratsverstecke angehen. Ja, suche ein Geheimversteck mit den Anweisungen der grauen Mutter. Was haben wir? Hunger haben wir. Und müde sind wir. Ausgelaugt. Okay, ja, dann können wir ja erstmal zu ihr zurückgehen, vielleicht. Aber das war jetzt gerade so schön interessant hier. Astrids Spuren. Ja, durchsuche den Bereich um die Absturzstelle herum. Okay, das hatten wir damals schon gefunden und auch gemacht. Genau, folge der Straße, wo führt sie hin? Und hat Astrid vielleicht auch diesen Weg genommen? Nein, das große alte Haus ist in der erst ist der erste Hinweis auf andere Menschen seit deinem Absturz. Ja, das ist uns gar nicht so aufgefallen. Wir waren einfach am Plündern. Wir haben das gar nicht so beobachtet. Hätten wir mal machen sollen. Jetzt achten wir, glaube ich, mittlerweile drauf. Wenn irgendwo Qualm aus dem Kamin kommt, dann gucken wir da schon eher zweimal hin. Aber da kam ja bis jetzt nichts. Gut, das Überleben des Stärkeren. Du bist in der nördlichen Wildnis abgestürzt und schwer verletzt. Ach, das ist das. Das hatten wir ja ganz am Anfang, genau. Überlebe so lange, bis deine Hand geheilt ist, damit du herausklettern kannst. Yep. Am fünften Tag war es dann soweit. Da konnten wir dann endlich die Höhle verlassen. Das Ganze kam mir mit der Höhle doch ein bisschen vor wie ein Tutorial, was auch gut war. Und je mehr man jetzt irgendwie rumgeht, umso freier wird die Welt. So scheint es mir zumindest zu sein. Und ich finde, das ist sehr gut angepasst, so wie es ist. Ja, Personen. Wissen zu Personen haben wir aber nichts. Orte. Wissen zu Orten. Ach so, da können wir noch. Ah, Moment mal. Nee, okay. Zu Orten, da können wir was auswählen. Bei Personen ging das nämlich nicht. Hier hatten wir noch nichts zum Auswählen. Da haben wir auch nur die eine Person kennengelernt. Dann gucken wir mal uns die Orte an. Das ist ja interessant schon mal. Milton. Und dann haben wir nachher noch Wissen, Geschichte des Zusammenbruchs Teil 1. Ja, ist die Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass wir von oben nach unten uns das mal angucken können. Also zu Milton. Milton wurde 1911 während des ersten Ansturms auf die Kohlevorkommen in den umliegenden Bergen gegründet. In den 1900er Jahren, ja genau, in den 1900er Jahren erlebte die Stadt einen regelrechten Boom und erreichte über 1000 Einwohner. Ab dem Jahr 2000 sank die Einwohnerzahl auf ein paar hundert ab. Seit dem Zusammenbruch bewegt sie sich im unteren zweistelligen Bereich. Ursprünglich lag die Stadt auf einem I'm weak. Versorgungsweg von der Küste zum Inneren der Insel. 1960 ersetzte man den alten unbefestigten Weg durch eine asphaltierte Schnellstraße. Seine Lage auf halber Strecke zwischen Port Mary und den Bergen machte Milton zu einer praktischen I'm Einkaufsgelegenheit, so tired. wo Bergleute, Holzfäller, Mühlenarbeiter und Camper vom Festland ihre Brennstoff und anderen Vorräte auffüllen konnten.
Dies führte in den 1980er Jahren zu einem Wachstum der Stadt und einer florierenden Wirtschaftslage auf der Insel. Mit dem Bau der Großer Bär Schnellstraße, auch bekannt als Schnellstraße 15, konnten Reisende Milton jedoch einfach auf dem Weg nach Norden umgehen, weshalb die Wichtigkeit der Stadt als Inselzugang immer mehr abnahm. Diese Lage wurde durch die wirtschaftliche Situation nach dem Zusammenbruch noch verschlimmert. Es verschlug nur noch wenige Reisende oder Arbeiter nach Großer Bär. Nach und nach entwickelte sich Milton, abgesehen von ein paar hartnäckigen oder alten mit einer engen Verbindung zum Land, trotz aller Bemühungen zu einer Geisterstadt. Da haben wir also was über Milton gehört, was wir so noch gar nicht wussten, so tief. Aber interessant vielleicht noch das Wissen, Geschichte des Zusammenbruchs, Teil 1 erst. Ja, da bin ich ja auch gespannt, was da noch auf uns zukommt. Also Mitte des 21. Jahrhunderts tobte die Weltwirtschaftskrise, die durch eine andauernde politische Instabilität in den USA und Europa begünstigt wurde. Dies führte zur Unbeständigkeit auf den Finanzmärkten und einem plötzlichen katastrophalen Zusammenbruch des nordamerikanischen und speziell kanadischen Bankensystems. Auf einen Schlag wurde die kanadische Währung wertlos, was eine Superinflation des US-Dollars auslöste. Infolgedessen verlagerten sich alle Handels- und Wirtschaftsaktivitäten auf den chinesischen Yuan und Kryptowährungen wie Bitcoin. Das wirtschaftlich geschwächte Kanada wurde unter die finanzielle Aufsicht der nordamerikanischen Wirtschaftszone gestellt, an das Kanada als eine Art Protektorat des größeren US-basierten Wirtschaftsblocks behandelte. Ab diesem Zeitpunkt konzentrierte sich die Mehrheit der wirtschaftlichen Aktivität auf die ohnehin schon dicht besiedelten Stadtgebiete Kanadas. Kleinere ländliche und abgelegene Regionen wurden quasi abgeschnitten. Ohne lokale wirtschaftliche Versorgung, die für diese Gemeinden überlebensnotwendig war, ließen viele Menschen ihre Heimat zurück und flohen in der Hoffnung auf eine stabilere Wirtschaftslage in die Stadtgebiete. So, dann über Dinge haben wir auch noch nicht sehr viel gelernt, da haben wir noch gar nichts. Aktionen dann allerdings schon, sogar einiges. Und ja, das ist ja doch ganz interessant, das werden wir uns jetzt auch noch alles angucken. Dann haben wir mal eine Folge, in der wir uns hier mit diesem Menü, also mit dem Tagebuchmenü mehr befasst haben. Finde ich auch ganz interessant und wichtig und treibt ja auch die Geschichte, die Tiefe der Geschichte vielleicht ein bisschen voran. Also Erste Hilfe ist schon mal interessant. Untersuche deine Behandlungen und lerne, wie man Wunden verbindet. Es gibt viele Arten in der Wildnis zu sterben. Medizin, ob hergestellt oder in der Natur gesammelt, kann dein Leben retten. Prüfe deine Gesundheit im Statusbildschirm. Führe Behandlungen über das Kreismenü Erste Hilfe durch. Du kannst Behandlungen auch über das Rucksackmenü auswählen. Okay, dann zur Steuerung. Das ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht finden wir auch die Lösung, wie man in den Banktresor reinkommt. Das wäre auch noch interessant zu wissen. Vorbereitung, dein Schlüssel, also Steuerung von oben. Steuerung, dein Schlüssel zum Überleben. Vorbereitung und Selbstbeherrschung sind das A und O des Überlebens. Wenn du nicht sicher bist, wie du eine Funktion nutzt, beachte das Steuerungsmenü. Es könnte dir das Leben retten. Feuer. Feuer spendet Wärme, Wasser, Essen und Schutz. Wähle die Option Lagerfeuer im Kreismenü aus. Du benötigst Folgendes: einen Zünder, Zunder und Brennstoff. Mit einem Brandbeschleuniger beschleunigst du den Vorgang. Die Brennstoffart wirkt sich auf die Brenndauer und die Hitzeentwicklung aus.
Mit einem aktiven Feuer und einer Dose oder einem Topf kannst du kochen und Wasser kochen. Außerdem verhindert es, dass du erfrierst. Zustand. Der Zustand ist dein Frühwarnsystem. In der Schnellübersicht oder dem Kreismenü siehst du deinen aktuellen Zustand sowie Informationen darüber, wie kalt, müde, hungrig oder durstig du bist. Leere oder rot markierte Werte bedeuten, dass dein Zustand abnimmt. Sobald dein Zustand aufgebraucht ist, stirbst du. Krähen. Ja, so ein bisschen davon hatten wir natürlich doch schon zwischendurch. Nutze deine Ohren, um zu überleben. Achte auf deine Umgebung, um überlebenswichtige Informationen zu erhalten. Ein Schwarm Krähen am Himmel kann beispielsweise auf einen Tierkadaver oder sogar eine menschliche Leiche in der Nähe hinweisen. Kleidung. Kleidung schützt dich vor Kälte. In der Wildnis dient deine Kleidung als Schutz vor den Elementen. Trage Schichten, um warm zu bleiben. Vergiss nicht, Wind ist dein Feind. Unterschiedliche Kleidung bietet unterschiedlich starken Schutz vor Kälte und Windkühle. Schnee und Wasser machen deine Kleidung nass, sodass sie dich nicht mehr schützt. Außerdem riskierst du mit nasser Kleidung Unterkühlungen oder sogar Erfrierungen. Halte sie daher trocken. Zu guter Letzt kann Kleidung dich auch vor Verletzungen durch Stürze oder Begegnungen mit Tieren schützen. Behalte dabei aber auch immer das Gewicht und die Beweglichkeit deiner Kleidung im Auge. Rohes Fleisch. Alles Essbare kann dich töten. Auch wenn der Hunger dich plagt, rohes Fleisch zu essen ist meist keine gute Idee. Koche es über einem Feuer, um Lebensmittelvergiftungen oder Parasiten zu vermeiden. Gegartes Fleisch hält zudem länger und lockt weniger Raubtiere an. Hagebutten. Na komm schon. Natürliche Schmerzmittel. Nutze Mutter Natur als Medizinschrank. Bereite Hagebutten zu und koche sie in Wasser, um einen schmerzstillenden Tee herzustellen. Halte die Augen nach anderen Heilmitteln aus der Natur offen. Wissen. Dein Wissen kann dich retten. Wenn du durch deine eigenen Taten oder die Interaktion mit anderen Personen mehr über die Welt erfährst, schaltest du Wissen zu Personen, Orten, Gegenständen und Aktionen frei. Noch tieferes Wissen sammelst du, indem du das Vertrauen anderer Überlebende auf deinem Weg gewinnst. Schlage dieses Wissen jederzeit in deinem Tagebuch nach. Sprinten. Renn um dein Leben. Mit einem schweren Rucksack durch den Schnee zu stapfen, ist beschwerlich. Aber manchmal muss man einfach rennen. Sprinte, um Tieren auszuweichen, dünnes Eis zu umgehen oder schneller zu einem Unterschlupf zu gelangen. Beachte jedoch, dass Sprinten mehr Kalorien als Gehen verbraucht. Deine Sprintdauer hängt davon ab, wie sehr dich deine Kleidung einschränkt. Es dauert eine Weile, bis deine Sprintdauer wiederhergestellt ist, also nutze sie weise. Steine. Wer gut zielt, leidet nie Hunger. Daran erinnere ich mich. Wirf kleine Steine nach Kaninchen, um sie zu betäuben. Rüste sie dazu aus, triff damit ein Kaninchen und schnappe es dir dann, solange es betäubt ist. Wenn man es töten kann, kann man es auch essen. Ja, aber vorher braten. Bartflechte. Moos vermeidet Infektionen. Bartflechten sind schon lange für ihre antibakteriellen Eigenschaften bekannt. Bereite sie vor, um sie als Medikament zu verwenden. Lege sie dann auf Wunden, um das Infektionsrisiko zu senken. Ducken. Krieche unter einem Gegenstand hindurch. Auf deinem Weg triffst du hin und wieder auf Hindernisse. Ducke dich, um unter ihnen hindurchzuschlüpfen.
Durch Ducken können dich zudem Tiere auf die Ferne weiter schwerer erkennen. Du bewegst dich dabei langsamer, aber auch leiser, so dass du dich besser an sie heranschleichen kannst. Licht. Jede Lichtquelle hat Vor- und Nachteile. Möglicherweise musst du eine Lichtquelle improvisieren, um in der Dunkelheit sehen zu können. Stelle Fackeln aus verfügbaren Materialien her. Signalleuchten dienen als einmalige Lichtquelle. Laternen halten länger, verbrauchen aber Öl. In der Dunkelheit lauern Gefahren. Außerdem kannst du... I would drink almost anything about now. Außerdem kannst du ohne Licht nichts herstellen, deine Ausrüstung nicht reparieren und auch andere Aktionen nicht durchführen. Ja, wir müssen ihn ja nicht dursten lassen unbedingt. Er ist ja schon total müde und hungrig. Schlafsäcke. Ausruhen heilt dich und speichert deinen Fortschritt. Ausruhen stellt deine Ausdauer wieder her und hilft dir, dich von Leiden zu erholen. Du kannst in Betten ausruhen, die du in der Welt findest. Mit einem Schlafsack kannst du dich an jedem beliebigen Ort ausruhen. Vergiss nicht, dass Ausruhen ebenfalls Kalorien verbraucht. Und du in der Zeit, in der du ruhst, hungrig und durstig wirst. Wenn du ausruhst, wird das Spiel gespeichert. Na schön, Wölfe. Unbedingt vermeiden. Wölfe sind keine Hunde und hier draußen extrem gefährlich. Normalerweise meiden sie Menschen, aber darauf solltest du es nicht ankommen lassen. Wie die meisten Dinge in der Natur haben Wölfe Angst vor Feuer. Lagerfeuer. Fackeln oder Signalleuchten können sie fernhalten, besonders wenn du sie nach ihnen wirfst. Eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht. Am besten gehst du ihnen einfach weiträumig aus dem Weg. Vergiss nicht, Blut und rohes Fleisch locken sie an. Okay. Ja, schön, mit dem Lagerfeuer werfen, stelle ich mir gerade sehr witzig vor, aber... Ja, ein guter Tipp. Ja, es ging um die anderen Sachen. Signalfackeln und Fackeln, die kann man werfen. Jetzt haben wir ja unsere Leuchtpistole, aber nur 4 oder 5 Schuss oder so etwas gefunden dazu. Fahrzeuge, das hört sich doch interessant an. Suche Unterschlupf. Autos können als Unterschlupf dienen und dich vor Wind und Raubtieren schützen. Vielleicht findest du sogar Vorräte im Handschuhfach oder Kofferraum. Oder, wie ich in den Kommentaren gelesen habe, auch auf der Rückbank, Zustand. Schlafen stellt deinen Zustand wieder her. Wenn dein Zustand sinkt, wird dir schwindelig. Du siehst unscharf und verlierst letztendlich deine feinmotorischen Fähigkeiten. So zeigt dir dein Körper, dass du seinen Zustand schleunigst wiederherstellen solltest. Vergiss nicht, mit jeder Stunde, die du dich ausruhst, steigt dein Zustand wieder. Dein Zustand nimmt aber auch stündlich wieder zu. Wenn du dich von Leiden, Hunger, Durst, Kälte oder Erschöpfung betroffen bist. Moment. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dein Zustand nimmt aber auch stündlich wieder zu, wenn du nicht von Leiden, Hunger, Durst, Kälte oder Erschöpfung betroffen bist. Habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, aber okay. Im Statusbildschirm kannst du deinen Zustand und aktuelle Leiden verfolgen. Zudem erfährst du dort, wie du mögliche Verletzungen behandeln solltest. Also wenn ich das jetzt verstanden habe, den einen Satz, dann heißt das, wenn ich esse, dann ist auch gleich mein Zustand besser. Also ich bin da nicht mehr ganz so müde. Oder wenn ich trinke oder kälte, wenn ich dagegen was tue. Na, ich glaube, den Satz habe ich nicht ganz. Aber egal.
Vertrauen, heutzutage Mangelware. Viele Leute, denen du begegnest, aha, sind dir gegenüber argwöhnisch. Die meisten von ihnen haben jedoch einen Bedarf, den sie nur mit deiner Hilfe decken können. Hilf ihnen, um ihr Vertrauen zu gewinnen und Wissen, Orte, Gegenstände und mehr freizuschalten. Unter Vertrauen in deinem Tagebuch erfährst du mehr über eine Person, ihren Bedarf und darüber, wie sie dir helfen kann. Behälter. Durchsuche alles. Durchsuche alle Behälter, die du findest. Vielleicht verstecken sich lebensrettende Vorräte darin. Du kannst auch Gegenstände in Behältern aufbewahren, um sie später abzuholen. Ah ja. Schlingen. Stelle Fallen auf. Wende deine Energie auf, um Kaninchen zu jagen und mit Steinen zu betäuben. Eine längerfristige Methode sind Schlingen. Halte nach Orten Ausschau, an denen sich viele Kaninchen aufhalten und lege deine Schlinge in der Nähe aus. Prüfe sie täglich. Mit etwas Glück fängst du eines. Erhöhe deine Chancen, indem du mehrere Schlingen auslegst. Gut gepflegte Fallen versorgen dich dauerhaft mit Nahrung. Sie locken allerdings auch andere Tiere an. Aha. Ja, also hätten wir doch ein paar Schlingen herstellen sollen. An der Werkbank. Wie dem auch sei, Verbände haben wir hier noch. Verbände stelle sie her, um Blutungen zu stoppen. Blutverlust tötet dich. Daher musst du die Blutung stoppen. Ein einfacher Stoffverband kann dir das Leben retten. Verwende das Herstellungsmenü, um einen Verband herzustellen. Stoff findest du in der Umgebung. Du kannst auch Kleidung zerlegen, um Stoff zu gewinnen. Gegenstände schärfen. Werkzeuge mit Klingen, wie Messer und Beile, nutzen sich mit der Zeit ab. Mit Wetzsteinen hältst du sie in Schuss. Diese Steine sind allerdings selten und können nur einige Male benutzt werden. Bewahre sie also gut auf. Ja, schade. Ja, die ganzen Briefe werden wir nicht mehr schaffen, uns das alles nochmal anzugucken. Aber ich sage mal, wir haben zwei vielleicht nicht gelesen, weil wir die aus Versehen sofort ganz schnell eingesammelt haben. Den Rest haben wir alle gelesen und ich weiß nicht mehr, welche das waren. Also ich denke, das schaffen wir auch sowieso nicht mehr in dieser Folge. Diese Folge ist vorbei. Oh, untersuchen? Nein, wollen wir gar nicht. Die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich. Wow. Für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.